Hallo. Meines Wissens wurde dir explizit erklärt, dass dieser Auftrag keine Opfer fordern sollte. Ich habe mir entsprechend mein Bestes getan. Dein Bestes ist ehrdürftig. Trotz all deiner Hilfsmittel stehen wir nun hier. Hast du wenigstens versucht, den internen Neuroamp einzusetzen? Er war extrem hilfreich. Und dennoch hast du es nicht ohne Tote geschafft. Trotzdem freut es mich sehr, dass die Anwendungen funktionieren. Jetzt müssen wir also warten, bis der SNM die Story ausstrahlt. Sobald die Story raus ist, wird der Vorstand besprechen, wie wir mit Infinity verfahren. Nur zu, Maeve. Der SNN-Bericht wird ausgestrahlt. Soll ich ihn übertragen? Ja, danke sehr. Die Morde hängen womöglich mit einer laufenden Ermittlung zusammen, in deren Rahmen Drexler unter anderem wegen Auftragsmorden, unerlaubter Versuche an Menschen und Diebstahls angeklagt werden sollte. Vertreter sowohl der UC als auch des Freestar Collective wurden bereits zu einer Station von Consolidated Mining sowie zur Klinik entsandt. An beiden Orten soll es zahlreiche Opfer gegeben haben. Hintergrund von Drexlers Tat war scheinbar die geplante Veröffentlichung eines von einem Rivalen gestohlenen Produkts. Details zum Produkt und dem betroffenen Rivalen sind noch unbekannt. Es berichtete David Barron, SNN. Perfekt. Mit diesen Enthüllungen haben wir Infinity in der Mangel. Das Meeting beginnt gleich, aber ich möchte dich bitten, unsere Option mit den anderen Mitgliedern zu besprechen. Der Unternehmenswert von Infinity wird jetzt abstürzen. Und wir können die Öffentlichkeit etwas mehr für uns gewinnen. Wieso würde Rio Jean der Öffentlichkeit von Infinity Schaden profitieren? Infinity wird vor den Augen der Öffentlichkeit zerbröckeln. Das Unternehmen hat tausende Angestellte, die sich jetzt um ihre Jobs sorgen. Und das ist unser Stichwort. Erst kritisieren wir scharf die Führerschaft, dann drücken wir den unschuldigen Angestellten unser Mitgefühl aus. Dann bieten wir ihnen die Übernahme an. Zuvor ist Infinity die zu retten. Die haben es nicht verdient. Das ist keine Gnade, sondern eine Marketingtaktik. Natürlich werden wir unter den Angestellten die Spreu vom Weizen trennen und mit der Zeit unnötigen Ballast abwerfen. Indem wir Infinity übernehmen, schalten wir einen Rivalen aus, erhalten ihre besten Angestellten und Verträge und stärken gleichzeitig unser Ansehen. Klingt für mich nach einer Win-Win-Situation. Schön, dass wir uns einig sind. Deshalb möchte ich, dass du den Rest des Vorstands überzeugst, dass das der richtige Weg ist. Einige sehen das vielleicht anders, aber du hast das perfekte Werkzeug, um sie umzustimmen. Willst du, dass ich den internen Euro-Amp gegen die Vorstandsmitglieder einsetze? Genau dafür ist die Technologie gedacht. Und das Beste ist, dass sie es nicht mal merken. Jetzt, wenn sie einverstanden sind, ich werde sie zwingen zuzuhören. Gut. Die Vorstandsmitglieder bereiten sich wohl in ihren Büros vor. Wiener ist auch hier und wartet, dass das Meeting startet. Wir brauchen mindestens die Hälfte der Stimmen auf unserer Seite. Bei Gleichstand fälle ich die Entscheidung. Du schaffst das schon. Ah, okay. Siehste, bekommen wir da noch ordentlich viel Geld. Effektage. Wollen wir zu überzeugen, Masako wird dafür stimmen, Infinity LTD zu übernehmen. Okay. In den Sperrzonen hast du nichts verloren. Okay. Fange ich mit dir mal an. Ja, was noch? Hat
Masako dich geschickt, um mich von der Infinity-Übernahme zu überzeugen? Wir wissen beide, dass daraus nichts wird. Die Übernahme von Infinity Ltd. will Jobs retten. Das käme bei der Öffentlichkeit gut an. Unser Ruf in der Öffentlichkeit ist gut genug. Der Versuch, Infinity zu retten, würde uns nur schwach wirken lassen. Mit dem internen Neuroamp sollten wir unsere Konkurrenz vernichten, statt sie einzugliedern. Genau deshalb hat Masakos Stunde als CEO geschlagen. Masako ist ein besserer CEO, als du jemals sein wirst. Diese unqualifizierte Aussage ignoriere ich fürs Erste. Eine Mitbewerberin aus dem Wasser zu ziehen, die gerade ertrinkt, klingt nicht besonders klug. Sei doch vernünftig, Ulara. Du weißt, dass die Übernahme von Infinity die richtige Wahl ist. Es würde Ryujins Ruf nicht schaden und uns eine größere Kundenbasis verschaffen. Und mehr Kunden bedeutet mehr Profit. Erstaunlicherweise hast du recht, Agent. Wir sollten dich wohl behalten. Solange alle das Wohl von Ryujin im Sinn behalten, sollte das ein interessantes Meeting werden. Absolut, ich bin gespannt auf das Ergebnis. Das tun wir beide. Jetzt entschuldige mich, ich habe noch einiges vorzubereiten. Gut. Beide sind fürs Neuroamp und beide sind für Infinity Ltd. Okay, ist hier noch jemand? Nein. Haha. So überredet man Leute. Hallo. Ah, komm gleich, bis das Ding da weg ist. Mal mit dir mal weiter. So viel zu tun. Wenn du etwas zu sagen hast, halt dich kurz. Ich will mir vor dem Meeting meiner Argumente sicher sein. Masako würde es zu schätzen wissen, wenn du ihre Übernahmepläne von Infinity Ltd. unterstützt. Da gibt es nicht viel zu bereden. Ich habe Masako bereits klar gemacht, warum ich dagegen bin. Ah, okay. Von juristischen Problemen abgesehen, überwiegen definitiv die Vorteile einer Übernahme. Erkläre mir, warum Infinity eine gute Investition ist. Etwas Lachen könnte mir gut tun. Es reizt dich bestimmt, einen wasserdichten Deal zu bekommen. Solide Verträge sind meine Spezialität und dieser wäre eine besondere Herausforderung. Na, sieh mal einer an. Ich glaube, du hast mich überzeugt. Mhm. Ein Talent wie du gehört in den Gerichtssaal. Mit einem internen Neuroamp lässt sich jede Situation kinderleicht lösen. Willst du mir etwa noch mehr Stress machen? Erstens, wenn du das Gerät an mir benutzt hast, zerre ich dich für den Rest deines Lebens von einem Gerichtsverfahren zum nächsten. Zweitens, ist die Technik eine Menschenrechtsverletzung, die keine Rechtsabteilung verfechten will. Ich werde tun, was ich kann, damit sie ernsthaft verzögert wird oder nie ans Licht der Welt kommt. Mit richtiger Anleitung jetzt im gesetzmäßigen Rahmen ist der Neuroamp endlose. Mit der richtigen Anleitung im gesetzmäßigen Rahmen hat der Neuroamp endlose Anwendungswürdigkeit. Wenn alles perfekt wäre, vielleicht. Und vielleicht könnte ich dafür sorgen, dass alles perfekt ist. Jetzt klingt es plötzlich wie eine Herausforderung, der ich nicht widerstehen kann. Masako kann von Glück reden, dass sie dich hat, weißt du? Danke. Vom internen Neuroamp abgesehen bist du womöglich Ryujins größte Trumpfkarte.
Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, aber ich muss mich jetzt wirklich meinen Notizen zuwenden. Ja, sicher. Puh, was denn ich hast denn, Kleine? Das Ding ist weg, ja. Das Ding ist weg. Sehr schön. Dann Vienna, Carla. Machen wir weiter. Und wie geht es dir heute? Ich hoffe, du hast keine Erinnerungslücken oder Flashbacks oder dergleichen. Ist toll, keine Nebenwirkungen, soweit ich sehen kann. Das ist großartig. Dann ist das Dominion-Projekt wohl bereit für ernsthafte klinische Studien. Wieder ein Stück näher an der Marktzulassung. Genevieve wird aus dem Häuschen sein. Also, sag mir, was du vom Neuroamp hältst. Dieser Neuroamp verändert alles, Vienna. Du wirst doch berühmt werden. Ich wäre die nächste Rey Dakaris, meine Heldin und Mentorin. Wie großartig wäre das? Der Marcus würde von Neid zerplatzen. Aber sag ihm das nicht. Er weiß, dass ich ihn sehr schätze. Die nächste Frage ist dann wohl, was wird aus Infinity LTD? Wenn wir sie übernehmen, entdecken wir bestimmt Lust zu Besuche, unsere Arbeit nachzubauen. Hast du eine klare Meinung zur Übernahme von Infinity LTD? Ich würde die Firma gerne übernehmen, aber wenn nicht, könnte ich damit leben. Cool. Faye mag beim Versuch, meine Arbeit nachzubauen, zu weit gegangen sein, aber als Ingenieurin ist sie brillant. Ich bin neugierig, woran sie noch gearbeitet hat. Ich würde gerne ihre Forschung sehen. Wenn wir sie übernehmen, denken wir bestimmt lustige Versuche, unsere Arbeiten nachzubauen. Genau. Nicht, dass ich hämisch wäre. Mhm. Okay, vielleicht ein bisschen. Demarcus und ich freuen uns schon lange darauf, also hoffe ich wirklich sehr, dass der Deal durchgeht. Tja, das war definitiv das interessanteste Gespräch, das ich heute hatte. Jetzt können wir nur noch auf das Meeting warten, was? Wir sehen uns dort. Jo. Sehr schön. Nice, sind richtig gut dabei. Ihr Agent zieht auch wirklich alles an. Genau dich wollte ich sehen. Ich möchte mir für dieses Meeting aller Einzelheiten gewiss sein. Und ich halte dich für eine der besten Quellen in dieser Sache. Gut, ich wollte mit dir auch über das Meeting reden. Ein effizienter Austausch. Im Rahmen deiner Aufträge hattest du die Chance, Mitgliedern von Infinity LTD zu begegnen. Ja. Verdienen sie eine zweite Chance? Und warum? Auf jeden Fall. Wir können dadurch von die dort und tausende Menschen retten. Diese Art von Selbstlosigkeit ist ein Luxus, den ein Unternehmen sich nicht leisten kann. Es ist eine finanzielle Last und wäre für mich ein enormes Unterfangen. Wir würden Angestellten zu Infinitys günstigeren Gehaltskonditionen übernehmen. Das ist wahr. Infinity hatte nie die Ressourcen, um mit unseren Gehältern mitzuhalten. Uns ihre wenigen fähigen Angestellten zum halben üblichen Gehalt zu sichern, könnte sich auf lange Sicht durchaus auszahlen. Nächste Frage. Was hältst du davon, wie Masako mit dem Verrat umgegangen ist? Es wurde gut gemanagt. Es zeigt, wie hervorragend Masako die verschiedensten Situationen bewältigt. Warum siehst du das so? Ich widerspreche nicht. Ich möchte nur verstehen, wie du zu dieser Einschätzung kommst. Masako blieb cool und hielt sich an den Plan. Die Info verführt rauszugeben, hätte Panik verursacht. In der Tat. Hätte Masako uns zu früh informiert, hätte es zu internen Kämpfen kommen können. Danke für deine Einsichten. Da du mir so bereitwillig geholfen hast, sollte ich wohl fragen, ob ich etwas für dich tun kann. Wie schätzt du denn den internen Neuroamp ein? Das ist der nächste große Schritt für Ryujin. Er wird uns jahrelang finanzielle Sicherheit bieten. Mhm. Er ist ohne Zweifel unsere Zukunft. Mir fällt jetzt ein, man sitzt sich im Meeting. Nun, das war alles sehr erhellend. Vielen Dank für deine Zeit. Ah, okay.
Also ja, war schon dafür war, stimmt. Dann braucht man hier den nochmal zu. Ah, okay. Gut. Hallöchen. Will Masako sicher gehen, dass ich noch auf ihrer Seite bin? Warum denkst du, dass Masako mich geschickt hat? Weil ich dasselbe tun würde. Wer im Geschäft etwas erreichen will, überlässt nichts dem Zufall. Die Frage ist nur, wie weit du gehen sollst, um mich zu überzeugen. Mir war nicht klar, dass es hier Seiten gibt. In diesem Geschäft gibt es immer Seiten. Und im Moment bin ich auf der von Masako. Sehr gut. Wir müssen gut zuschlagen, bevor die Öffentlichkeit wieder abgelenkt wird. Kostenlose PR ist immer gut. Besonders, wenn sie uns gut dastehen lässt. Ja. Jetzt ist sie kostenlos, aber sie wird die finanziellen richtigen Schwierigkeiten stützen. Wir würden jetzt unser Personal retten. Würde uns ein gutes Licht stehen dahin. Ich kann aus der Sache mindestens ein Jahr gute Presse herausschlagen. Sehr gut. Okay, dafür. Wenn du Ryujin weiter gut dastehen lassen willst, sollst du eine wichtige Sache beachten. Na schön. Nach allem, was du getan hast, hast du dir wohl eine Meinung verdient. Egal, wie unqualifiziert du vielleicht bist. Danke. Also, lass hören. Wir sollten jede Chance nutzen, aus dem neueren Amp Kapital zu schlagen. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Ich habe vor, den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. Sehr gut. Wir arbeiten bereits an einer Marketingkampagne, die wir sofort starten können, sobald er in die Produktion geht. Wie es scheint, hast du tatsächlich mehr Talente als nur als Agent. Gutes Gespräch. Vielleicht Danke. Ziehe ich dich in Zukunft wieder zur Rate. Jo, vielen Dank. Mein Lungenschaden wird langsam auch besser. Oh Gott, er wird aber eine harte Nuss. Das dürfte ein äußerst interessantes Meeting werden. Ich nehme an, du weißt, welches Resultat Masako anstrebt. Masako möchte, dass entsprechend ihrer Wünsche abgestimmt wird. Mit dem internen Neuroamp nehme ich an. Wenn es nach mir ginge, hätten wir das Dominion-Projekt schon längst eingestellt. Ich hielt es für ein Sicherheitsrisiko. Und ich hatte recht. Das Dominion-Projekt garantiert zukünftige Erfolge. Es birgt Risiken, aber die sind überschaubar. Du könntest recht haben. Natürlich. Solange ich mir alle Risiken bewusst bin, kann ich mit ihnen umgehen. Die oberste Priorität wäre es, alle Vorstandsmitglieder und Sicherheitskräfte sofort mit Schildmodulen auszustatten. Wenn wir dafür stimmen, Infinity LTD zu übernehmen, würde das für mein Team einigen Mehraufwand bedeuten. Ich will nicht, dass dieser neue Neuroamp uns noch mehr Probleme beschert als ohnehin schon. Die Übernahme ist die Mühe wert. Ich weiß, dass dein Team der Sache gewachsen ist. Uns erwarten mehrere Monate Arbeit. Infinity LTD ist nicht gerade für gute Sicherheitsmaßnahmen bekannt. Ich hoffe nur, dass Masako und die anderen genug Geduld für den Prozess haben. Jetzt entschuldige mich. Ich habe Vorbereitungen zu treffen. Sehr gut. Wir werden Ularos Kündigung bei diesem Meeting bekannt geben. Die Security muss also bereitstehen, um sie aus dem Gebäude zu eskortieren. Okay, nice. Sind alle dafür. Wir haben es geschafft.